ich kann nicht mehr schwimmen. Was soll ich machen, ja? Bock mehr auf 5M, ja? RP, kein Bock mehr auf Edmund. Monaköm, was macht ihr meinem Garten an? 700 Euro Importfahrzeuge, hä? Hier. Was soll ich nur machen, ja? Diese Hurensöhne, ich hab keinen Bock mehr. Dann morgen. Soll ich einfach Heyday bringen wie die? Ach, keine Ahnung. Obwohl? Diese ganzen Nachrichten, ja. Ich liebe dich, aber mach doch mal Stream-Snap-Content. Ich liebe dich. Ja, dann würde ich mal sagen, Stream-Snap mir mal irgendjemanden. Fahr weiter! Ja, verpiss dich, Lan! Stream-Snap, hört sich lustig an eigentlich, Stream-Snap-Content. Also, wir wollen ja nicht 0815 Stream snipen und einfach so jemanden umbringen oder trollen oder sowas. Ich habe mir gedacht, was ist für ein Streamer das Unangenehmste? Dann ist mir ein Szenario aufgefallen. Stellt euch vor, ihr streamt und jemand tut neben euch Metern und vergessen sein Mic zu muten. Das versuchen wir jetzt hier bei der Dame mal. Schon gute Zuschauer, aber ich werde sie jetzt so behandeln, als ob die so, keine Ahnung, auf Monte-Niveau oder sowas ist. So, versteht ihr, wie ich meine? Ihr werdet schon sehen. Hallo? Hallo? Hola, hola. Hola, seid ihr in der Gang? No. Warte mal, ich muss kurz einen Gedanken. Ich dachte schon, was macht er? Geredet, gefragt, ob wir eine Gang sind. Sorry, ich hab so Sachen vor meinem Auge, ich kann das nicht wegmachen. Ey, ich wollte nur Stream snipen, ich hab ein bisschen reingechoked, das war alles einzig gar nicht geplant mit dem Schlagen. Nur lass ihn. Beim anderen brauchst du Hilfe bei irgendwas. Ich hab so Sachen vor meinem Auge, so Dreck, weißt du, ich krieg das nicht weg. Jetzt. Okay, wartet mal, ich gehe ganz kurz in Gedanken. Seit ihr kann ich noch akzeptieren. Was machst du? Ey, hörst du mich? Ja, Bruder. Ey, Bro, geh ganz schnell bei dieser Amira im Stream, Bruder. Ich bin bei ihr, Bruder, diese eine, wo ich dir erzählt habe. Kannst du bei Gott? Ja, ich bin bei dem. Ich bin bei der. Ey, Bruder, frag sie mal nach Insta oder so, oder Snap, Bruder. Was? Nach Insta? Ja, oder nach Snap, Bruder. Vertrau mir. Izi oder was? Ey, warte mal. Ey, warum haben die mich abgeknallt? Bro, die haben mich abgeknallt. Scheiße, ja. Ich dachte, die knallt mich einfach ab, eiskalt. Eigentlich hätten wir ihn mitnehmen müssen und seine Zunge ihm abschneiden müssen. Ich hab halt danach instant, damit keine komische Atmosphäre herrscht, in den Chat geschrieben, dass ich halt der Stream-Sniper bin. Davor hab ich noch geschrieben, dass es extra war und bla bla. Jetzt kommt da so ein Vollgoofy, der Simp des Monats wahrscheinlich. Merkuli, du bist ein peinlicher Junge, dem gerade die Eier flattern. Oh Mann, Digga. Der denkt jetzt einfach, dass er wird ja das Video sehen wahrscheinlich, aber er dachte in dem Moment wahrscheinlich wirklich, dass ich so blöd bin. Dann morgen. Okay, der Server hat mich jetzt anscheinend gebannt, weil die dachten sich wahrscheinlich, dass ich vor Real Stream snipen wollte und wirklich reingeschissen habe und dass ich wirklich vergessen habe, mich zu entmuten. Naja. Fährt nicht, was probierst du? Ey, seid ihr Crips? Ja, sonst geh, was willst du? Nee, Platz. Bist du lustig? Ja, bin ich auch. Bist du frech? Ich bin eine Frösche. Frösche oder was? Nein, Digga. Wie redest du? Ganz normal. Was ist mit deiner Eier, du Nuttensohn? Warum leidigst du jetzt meine Mutter? Mit deiner Fresse. Okay, Mann. Verpiss dich, du bist tot, Mann. Warum? Deshalb. So, Leute, versteht ihr jetzt, warum ich auf solchen Servern trolle oder warum ich allgemein keinen Bock mehr habe auf RP? Das war jetzt ein Einzelfall, wisst ihr? Ich bin gerade auf den Server gejoint und da kommen da solche Lappen, so, wisst ihr? Warum soll ich... RP lohnt sich gar nicht auf Mobster. Guck mal, jetzt kommt der wieder. Wie bitte? Sag mal was. Ah, lala. Irgendwas Lustiges, sag mal irgendwas Lustiges. Ah, sorry. Alter, Hurensohn. Dein Vater ist Hurensohn, du Hurensohn, Hennan, Alter. Ja, die wollen es immer drauf ankommen lassen. Diese realitätsverlorenen Menschen. Oh yeah. Deswegen versuche ich auch so neue Sachen auszuprobieren. Wie fandet ihr zum Beispiel das Stream-Snipe-Ding? Soll ich daraus ein Format machen? Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich sowas vielleicht öfters. Oh, der liegt ja immer noch hier, dieser Idiot, Alter. So ein Dummkopf. Ich stell dich hier rein, vielleicht könnt ihr aus dem Dönerspieß machen, du Opfer, Junge. Ey, Bergoli, was soll die Scheiße? Was? Was soll die Scheiße? Warum RDMst du mit? Was ist RDM? Mhm. Mach man nicht hier, okay, so ein Drama, okay? Du kommst doch zu mir gefahren. Ja, was legst du mich in den Busch? Was soll die Scheiße? Heul doch! Ihr macht alle Scheiße hier, Digga, und du kommst und heulst mich jetzt voll, Digga. Ja, weil ich das darf, ja. Wer bist du denn? Der Papst, der Präsident? Ich bin Sticky. Sticky in dein Arsch, Bruder, was juckt mich Sticky?
Falco, die machen nicht so einen Scheiß, okay, sag. Sonst was? Sonst, ja. Wenn wir jetzt beide beten, also in die Suppe gehen würden, würde es für dich schlechter ausgehen als für mich. Jetzt fuck mich nicht ab. Bleib doch mal still. Ja, was ein Keck, Digga. Ich schwör auf meine Mutter, ja. Guck mal, wie der da vorne jetzt auf mich wartet. Sticky, Alter, Sticky, dein Arsch. Guck ihn dir an, Digga. Oh mein Gott. So hobbylos, meine Fresse. Der fährt mir immer noch hinterher wie so ein Fanboy, Digga. Halt die Fresse. Fanboy. Vor allem, ich bin für 9 Minuten noch kampfunfähig. Also mit meiner Maus kann ich nicht schlagen. Aber mit meinem R, mit R-Taste kann ich einfach trotzdem schlagen, weil das so von GTA ist. Ich nehme immer dieses Fahrrad oder dieses Fahrrad. Aber ich habe noch nie dieses mit den dicken Reifen genommen. Hä, das ist ja viel besser, Digga. ETF. Perfekt, Digga. Admins gehen hier durch die Straßen. Gutes RP. Oh Mann, was ist denn hier passiert, Mann? Jo, bitte lass mal mein Motorrad, Homie. Jo. Ich sehe schon, Maschallah, gutes RP. Gute Frau, ich wollte sie nur darauf hinweisen, dass sie keine Hände haben. Ach, sie sind ein Typ? Ich bin eine Frau, hä? Oh geil, wollen sie mir blasen? Nein. Schade. Digga, ich will keine Tiere erwerben, Mann. Was ich gesagt? Ich merke schon, was für ein Server das ist, deswegen scheiß ich jetzt auch auf die Regeln. Wenn ihr keinen auf die Regeln schaut, Digga, juckt's mich auch nicht. Hier ist kein Waffen. Ich fick deine Tiere, Mann! Oh, warum leckt dieser Huren? Ey, dieser Server ist ein Huren-Server. Wahrscheinlich zock ich hier, Digga. Ich sehe gerade, auf dem Server brauchst du eine Genehmigung, um YouTube-Videos zu machen. Hä? Das macht nicht mal Sinn, weil in den 5M-AGBs steht, dass du, wenn du auf 5M bist, Videos aufnehmen darfst. Die können mir das gar nicht verbieten. Ich darf nur nicht Support-Gespräche aufnehmen. Sind die eine Behörde oder was, dass die hier Erlaubnisse verteilen? Sie kehren mal nach Köln. Die 5M-Server nehmen sich hier viel zu viel Recht raus. Ein paar Sekunden später. Du bist ein richtiger Schwanz. Warum das denn? Ich lieg da 15 Minuten, ich schick 20 Dispatches, keiner kommt und du chillst hier deine Eier. Naja, ich war auch gerade im Kopf. Ja, hast du einen gejackst oder was? Nein, hab ich nicht. Sollst ich du denke, mal Ich denke, sie sollten jetzt gehen. Tschüss. Small. Okay, dreckiges Maus, die Drecksau. Hat der gesagt? Hast du mich beleidigt, du Pisser? Du bist ein Pisser. Okay, wollen wir das klären wie Männer? 1-1, Schlägerei, du gegen mich. Nein, du lässt es. Ach, keine Eier, ne? Guck dich mal an. Hausverbot beim Medic. Wenn ich sterbe, dann ja, gehe ich zu McDonald's einfach, ne? Guck ihn dir an, Digga. Warte, ich geb dir noch eine Respektstelle. Oh shit, er hat sich geschlagen, Bro. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Warte. Weißt du, wie der geflogen ist? Der ist auch im Kopf. Die Jackson sich allein. Der baut den einfach. Hey, Medic, hallo. Medic? Guck mal, der haut da hinten auch den nächsten. Ich höre nur diese Schlaggeräusche, Digga. Er schreibt, ihr werdet schon sehen. Digga, warum gehe ich so, ja? Ich lauf wie so ein Kelb. Leute, hier ist kein Parkplatz. Hier ist doch ein Parkplatz. Dein Führerschein für das Auto? Ja, klar. Natürlich habe ich keinen Führerschein, du Hurensohn. Hier ist kein Parkplatz. Natürlich, du dummes Stück Scheiße, ist dein Parkplatz. Guck's dir doch an. Mal bitte weiterfahren, der Herr. Weiterfahren, der Herr. Weiterfahren. Weiterfahren. Der Herr, einmal weiterfahren. Einmal weiterfahren. Zack, zack. Fahren Sie weiter. Hast du auch das Verlangen, da reinzubrettern? Ja, willst du. Mach mal bitte, mach mal. Ja, okay, ich mach mit euch in meinem Speed Action, okay. Mach bitte. Was habt ihr davon, ja, Kelps? Ach scheiße, jetzt verfolgt er mich. Anfahren. Warum? Jetzt anfahren. Warum? Brauchen einen Grund? Ja, ist Salame. Fahr bitte rechts ran und steig bitte aus. Warum? Will ich jetzt aussteigen? Ja, warum? Fahr jetzt rechts ran und steig. Ja, du musst mir schon einen Grund nennen, du kannst mich nicht einfach. Ich will das nicht erklären, wenn du jetzt rechts ran fährst. Nö. Ach so, so machen sie das? Ah. Macht doch gar keinen Sinn. Warum rammt ihr mich denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum rammt ihr mein Auto, was ich gerade gekauft habe? Ich habe doch kein Geld für Autos. Mein einziges Auto, was ich habe, habt ihr gefickt. Habe ich mir mein einziges Geld gekauft. Ich bin ein alter Mann, der kein Geld hat und sie wollen mich hochnehmen. Gehen sie doch zu den richtigen Verbrechern. Digga, wie unfähig muss man sein. Hallo, Sachbeschädigung. Bleiben Sie jetzt stehen in dem grünen Auto. Bleib selber stehen, ja, Kelp. Was habe ich getan? Na, Eingriff in den Straßenverkehr. Ihr habt doch mich gerammt, ich habe doch nichts gemacht. Oh ja, oh geil, oh ja. Das habt ihr davor. Führerschein der Herr, ja? Ich brauche für dieses Auto keinen Führerschein. Dieses Auto kann man beim Flughafen ausleihen. Ich brauche er nicht. Ja, guck. Oh yeah, meine Besten. Berguli! Digga, der Polizist hinter mir hat keine Ahnung, dieser Baumschüler. Was hat das denn? Was für Matt? Was für Schlafen? Oh mein Gott! Was redest du über überdimensional, über irgendwelche Sachen, die ich nicht verstehen kann? Hä? Red hier ganz normal. Du kannst deinen Job nicht mal richtig machen, du trauriges Stück Scheiße. Digga, wie lange wollt ihr mich hier noch festhalten? Ich bin nicht hier Haustier, oder? Ich bin nicht hier Haustier. Hallo? Guten Tag. Ist das jetzt hier ein Supportfall? Naja, ein bisschen benehmen wäre schon schön.
Warum gehst du denn mitten in einer RP-Situation in den ADOT und kommst zu mir, um mich aufs Regelwerk hinzuweisen? Ich spiele hier gerade lediglich meine Rolle als Asi aus. Gib ihr! Das ist halt mein Roleplay halt, so was soll ich machen? Der spielt ja auch den Robocop, der denkt, der kann alles machen. Und ich spiele halt den hier, so ist ja ganz normal. Ich verstehe jetzt nicht, warum du mir irgendwas sagen willst. Boah, du hast geredet wie ein Löwe. Alter. Ja, kannst du nichts sagen, wa? Jetzt lass mich bitte meinen RP weitermachen. Ich bin hier nicht hier. Du möchtest, ja gut, okay, weißt du was? Dann mach dein RP weiter. Hallo? Ja, bitte. Das wäre angemessen, weil ich bin jetzt hier in einer RP-Situation gewesen, die würde ich gerne weitermachen. Ja, mach mal weiter. Wer ist denn dieser Croissant-Baguette hinter mir jetzt aufgewacht? Wurde es permanent gebannt? Controlling. Lea. Ich habe bei jedem Video immer so gute Kommentare, so 70, 60, 80 Kommentare. Und dann bei diesem Video mit Verlosung 715 Kommentare. Ich liebe dich. Berkul, ich liebe deine Art. Berkul, ich feiere dich seit Tag 1. Und wegen dem Gewinnspiel sind auf einmal alle meine größten Fans geworden. Daran merke ich schon, dass ihr genauso wie ich tickt, Digga. Gut, dann suchen wir mal hier. Jetzt nimmt er die Kommentare auseinander. Jetzt nehmen wir einen Gewinner. KXNTER. Baba Video, wie immer. Bruder, kontaktiere mich, du kriegst das Geld. Keine Sorge, wenn ihr nicht gewonnen habt, kommt einfach über den Link hier in meiner Beschreibung auf mein Discord. Ab sofort werde ich da immer announcen, wenn ich Gewinnspiele mache. Dann wisst ihr vorher schon Bescheid, deswegen kommt dran.